wohnen an der Bundesstraße. Quer durch den Osten Darmstadts geht die B449. Hier sind 50 Stundenkilometer erlaubt. Noch, denn die Stadt will Tempo 30. Ich bin gerne schneller unterwegs. Ich finde, das jetzt mit den Ampeln, man bleibt an jeder roten Ampel stehen. 20, 30 km/h sind zu wenig. Also lieber 50 bleiben. Warum soll ich das denn gut finden? Aus welchem Grund? Ja, die ganzen Einschnitte, ne? Es wird immer mehr und mehr. Ne? Ich hab's nicht eilig, aber ob das sein muss, man muss es ausprobieren, man muss sehen, was dabei rauskommt. Tempo 30 ist einfach spitze. Braucht man gar nicht drüber nachdenken, alles andere ist Blödsinn. So sieht es auch der Oberbürgermeister. Schon jetzt sind über 60% der Stadtfläche Tempo-30-Zonen, vor allem die Wohngebiete. Doch das reicht ihm nicht. Die Bevölkerung ist der Antreiber. Die Gesundheit der Bevölkerung und die Gesundheit der Anwohner an diesen Straßen. Das ist die Hauptursache dafür, dass wir zu einer Reduktion der Geschwindigkeit kommen müssen. Problem nur, eine ganze Stadt zur Tempo-30-Zone machen, das kann ein Oberbürgermeister nicht. Für die Bundesstraßen ist er nicht zuständig. Auf den Hauptverkehrsstraßen etwa ist Tempo 30 nur an Gefahrenstellen erlaubt, an Kindergärten oder Pflegeheimen. Deswegen will Darmstadt eine Ausnahmegenehmigung. Darmstadt soll zu einem Pilotprojekt werden, die Tempo-30-Stadt der Zukunft. Es ist eine Umkehrung der derzeitigen grundsätzlichen Regelung, nämlich derzeit ist es so, es gibt Tempo 50 und in ausgewiesenen Bereichen Tempo 30. Und es gibt eine ganze Reihe von Straßen, wo aus unserer Sicht es richtig ist, Tempo 30 zu nutzen, weil es gut ist für den Verständigungsprozess auf der Straße. Es trägt zu einer Verflüssigung bei. Es führt zu weniger Lärm, es führt zu weniger Unfällen. Doch in deutschen Städten gilt nun einmal Tempo 50. Darf Darmstadt mit einem Modellversuch einfach neue Regeln einführen? In einem Schreiben des Bundesverkehrsministeriums heißt es, eine Innovationsklausel, die den Straßenverkehrsbehörden Verkehrsversuche ermöglichen würde, wirft verfassungsrechtliche Fragen auf. Bitte haben Sie Verständnis, dass sich zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben treffen lassen, inwieweit Ihr konkretes Anliegen umsetzbar ist. Auch der Hessische Städtetag fordert, die Kommunen sollten über Geschwindigkeitsbegrenzungen selbst entscheiden. Darmstadt, die Tempo-30-Stadt, noch ist das Zukunftsmusik. Man kann sich das kaum vorstellen, aber bis 1957 gab es in unseren Städten überhaupt keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber die hohe Zahl der Verkehrstoten hat dann dazu geführt, dass Tempo 50 eingeführt wurde. Nun also die Diskussion, ob Tempo 50 noch zeitgemäß ist oder ob die Fakten inzwischen für Tempo 30 sprechen. Tempo 50 oder 30. Wenn es um die Sicherheit geht, ist das Urteil von Verkehrsforschern eindeutig. Ein Fußgänger in 9 Metern Entfernung. Bei Tempo 30 passiert im Idealfall gar nichts. Bei Tempo 50 hat er keine Chance. Der Bremsweg liegt bei 25 Metern. Die Gefahr, dass ein Fußgänger bei Tempo 50 stirbt, ist deutlich größer. Doch was heißt Tempo 30 für den Verkehrsfluss, etwa auf den Hauptverkehrsstraßen? Stehen die Autofahrer dann noch mehr im Stau? Nicht unbedingt, so das Umweltbundesamt. Ob der Verkehr fließt, hängt demnach vor allem davon ab, wie gut die Ampelkreuzungen funktionieren. In der Stadt schafft eine Fahrspur bis zu 2000 Fahrzeuge pro Stunde, auch bei Tempo 30 wegen der kürzeren Sicherheitsabstände. Wäre Tempo 30 auch ein Mittel gegen die Umweltverschmutzung? Ja, sagt das Umweltbundesamt. Das haben Messungen an Hauptverkehrsstraßen in Berlin gezeigt. Bei Tempo 30 wurde in der Luft mehr als ein Viertel weniger Stickstoffdioxid gemessen. Und auch die Lärmbelastung sinkt, vor allem nachts. Fazit: Tempo 30 bringt Vorteile, vor allem für die, die nicht im Auto sitzen.